Moin, sind ihr Füchse und Füchsinnen da draußen? Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu God of War Ragnarök. Wir waren im letzten Part mit Atreus dran, hier den Wolf wieder zurückzuholen, beziehungsweise wieder einzusperren. Ist uns nicht ganz so gut gelungen, der ist leider abgehauen und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich warne euch direkt wieder vor, ich habe jetzt wieder 3 Wochen Gaming-Pause gehabt hier mit dem Spiel. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, aber Leute, ja wir, da mache ich mir gar keinen Kopf, ne? Das wird super. Wir gehen jetzt erstmal hier zurück. Hoppala. Das wird schon werden. Erstmal mit der Faust die Kiste öffnen. Wenn Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, und wozu ist dann der Speer? Zu deinem Schutz. Oder von anderen Waffen? Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Hallo. Was geht bei euch, Leute? Wie weicht ich aus? Okay, so. Alles klar. Wird schon alles. Ich krieg das schon irgendwie hin. So. Das wird alles gut werden. Ich habe da generell erstmal ein gutes Gefühl, sag ich mal. Also, solides Gefühl. Solides Gefühl. Atreus, du brauchst nicht immer hin und her springen. Das läuft schon. Wir sind ein Team. Wir sind eine Einheit. Weißt du? Das wird. Jetzt gehen wir erstmal nach rüber. Oha. Und dann geht das da runter. Oh. Der hat sich's auch schon gemütlich gemacht hier. Guten Tag, du brauchst das nicht mehr, ne? Ja. Hallo. Oha, der sieht ein bisschen eingeschränkt aus. Der sieht doch ein bisschen am Entspannen. Springer, ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Ich sehe das doch noch, aber du, bis es dann soweit war, ne? Oh, oh. Ach, ich drücke die ganze Zeit für den falschen Knopf, deswegen weicht er nicht aus. Alles klar. Oh, das ergibt Sinn. Aber du musst mal ein bisschen, wie heißt das denn? Oh nee, warte, ich muss erstmal rausfinden, wie das ging. So. Oh mein Bleib mal entspannt hier, ne? Das wird schon alles wieder. Guck mal, kommt man kommt rein, sag mal, ne? Man kommt rein. Man kommt rein, so ganz hinten. Oh, hat er sein eigenes Schwert gegen ihn verwendet? Was war denn L1 und Dreieck? Was hat er das nochmal gemacht? Na, wir finden das gleich wieder raus. Wenn du nicht auf Ragnarök vorbereitest. Und dann der Speer. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Du weißt der Frage aus. Ja, ich hab dir doch schon gesagt, das ist um dich zu schützen. Das meine ich auch ernsthaft. Das ist um dich zu schützen. Ne? Drehst du mal hier bitte ein bisschen dran, ey. Dankeschön. Oh. Müssen wir das einfrieren oder? Ja. Okay, warte. Rieh den Apparat gleich ein. Gibt's irgendwo einen Mechanismus da? Guck mal. Atreus, kannst du da mal eben so ein Ding ins machen? Oike. Nee, ne? Die Pfeile bringen das. Ich glaube, meine Pfeile halten im Holz da oben. In dem da? Und in dem da auch? Nee. Ah! Dann los. Also ich muss gestehen, damit wäre ich jetzt, also davon wäre ich einfach nicht ausgegangen, dass das Ding so weit reicht, aber doch tut es. Her mit der Axt und direkt weitermachen. Oh, oh, wohl aber knapp, du. Und darfst dir nicht zu viel Zeit lassen, sonst geht der Apparat wieder zu, ne? So, was haben wir denn hier? Auftrag abgeschlossen. Ja, ansonsten nochmal sorry dafür, dass es jetzt ein paar Wochen lang keine Folgen gab, aber 2 Wochenenden mit Diablo 4 Open Beta Marathon haben Zeit und ihren Tribut gefordert, deswegen ist God of War so ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber nun geht das wieder munter weiter, ne? Ich habe mich auch echt drauf gefreut, aber hatte auch den Vorteil, meine bessere Hälfte konnte sich da mal die PlayStation krallen. Wir sind nah dran, aber du bringst die nicht um, ja? Ich verspreche nichts, aber ich versuche die Bestie nicht zu töten. Meine bessere Hälfte konnte sich so den, die Gelegenheit nutzen und God of War, den Vorgänger und Ragnarök durchdaddeln.
Hat mich jetzt also überholt. Wir können jetzt aktuell nicht reden, deswegen. Er könnte mich spoilern, deswegen. Wird es Zeit, dass ich da auch hinterher eiere? Also, kann ich das irgendwie öffnen? Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Tür. Da kommen wir aber so erstmal nicht durch. Ich denke, unser Weg führt uns hier entlang, ne? Gehen wir mal schauen. Zack und zack. Wo ist denn der Große? Komm mal her, ich habe einen Knochen für dich. Einen großen Knochen. Ich weiß gar nicht, was für ein Tier du haben musst. Na gut, es gibt ja genug. Die. Oh, hallo. Leute, hoppala. Einfach mal bitte entspannt bleiben, ja? Ihr müsst euch nicht so. Ihr müsst euch nicht so. Was macht er denn das jetzt? Okay, es geht nicht. Hier so. Ja, witzig. Ja, ja, ich achte drauf. Uiuiui, das ist aber kein schöner Tag, du, ne? Da. Das wäre jetzt nicht so unbedingt die beste gute Laune, sag ich mal, ne? Der. Nee, der hätte mal lieber liegen bleiben sollen. Das wäre, glaube ich, besser für ihn gewesen, aber gut. Steckst du nicht drin, ne? Steckst du nicht drin. Hier, guck mal. Ah, Lips. Muss ich hier den machen? Nee, ne? Das ist zum dran festäumeln. Ich mag den Speer. Muss den auf jeden Fall auch öfter benutzen. Also hier geht es sowieso weiter, aber hier gibt es auch Loot. Wuhu! Oder ist das der Weg, wo es weitergeht? Warte mal. Ich habe das Gefühl, da hinten ist nur Loot drin. Da geht's gar nicht weiter. Ja, hier geht das gar nicht. Hier geht das gar nicht weiter. Hier ist noch was versteckt. Ich dachte, das wäre hier der richtige Weg, wo wir weiter müssen. Oh, nee. Nee, 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 nee. So, hier müssen wir lang. Zack. So, ich wechsle aber erstmal wieder auf unsere Klingen. Klingen. Denn, hier in dieser doch sehr unfreundlichen, eisigen Gegend sind diese Feuerdinger gar nicht so verkehrt. Stoß der 1000 Soldaten. Okay. Durch bitte. Kann ich da mal vorbei? Wie ist der Plan? Ich gehe eher Schritt für Schritt vor. Du sprichst aber nicht von Garm. Du kannst Odi nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich. Oh oh. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen aufgeregt, der Hundi, ne? Jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen? Zähmen! Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Ja, ja, aber hast du den gesehen, Atreus? Der ist so groß wie ein Haus, ne? Also, ein großes Haus, also ein sehr großes Haus. Oha. Leute, was hier denn los? Wir sind doch hier so hell. Oh, oh, das war jetzt aber unerwartet. Und auch ein bisschen gemein. Und auch ein bisschen gemein. Man muss nämlich hier ganz klar sagen, wir sind hier, um euch zu helfen, ne? Und dann ist das... Das ist nicht die nette Art. Muss man ganz klar sagen. Du, ich schnetze mich auch einfach ruhig. Du musst so einen Typen auch einfach mal auseinanderreißen, weißt du? Das muss auch mal sein. Gelegentlich einfach mal die Innereien, mal die inneren Werte prüfen, weißt du? Man weiß ja, es geht oft um die inneren Werte, ne? Äußerlichkeiten sind oberflächlich. Und da musst du auch gelegentlich mal die inneren Werte prüfen. Heißt das dann, dass du dann... Oh, hallo? Was passiert? Hier ist ja am Löch... Oh, ne, er hasst seine Ketten, seine alten Ketten, deswegen reißt er daran rum, oder? Er wird wieder angekettet. Gut, ich lenke Garma. Du frisst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Na gut. Oh, er ist ein Wölfchen geworden. Wie man, wenn man so die Geschichten von Loki kennt, weißt du ganz genau, was er vorhat, ne? Er wird ihn jetzt verführen. Oh oh. Okay, das hat mich nicht da. So, nun. Bitte ziehen! Oh oh, du musst doch nicht so. Oh, ey, 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 Bruder, nicht, 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 das ging aber voll auf meine Titte, Junge. Aber der Plan war trotzdem nicht schlecht. Und, habt ihr schon ein Date oder wie sieht's aus? Ich weiß doch, was los ist, Bruder. Deine Verwandlung.
Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal mache ich es auf meine Art. Jawohl. Ich hab... Er hat das nicht von Odin gelernt, Mann. Vertrau ihm doch mal. Da ist, die Vertrauensbasis ist noch nicht da, ne? Man merkt das richtig, das läuft noch nicht. Also ich fand den Plan nicht scheiße. Wir haben ja nur verkackt. Ne? Muss man hier ganz klar sagen. Also ich fand den Plan jetzt eigentlich gar nicht so... Eigentlich gar nicht so kacke. So, dann lass uns mal hier durchdrücken, wa? Mhm. Okay, die Musik ist schon mal, da weißt du, was gleich abgeht. Oh, hallo. Bruder, was ist los? Tschüss. Wenn wir einfach so aus dem Leben gekegelt, so lobe ich mir das. Was sind das für Dödel? Die musst du einfach aus dem Leben kegeln. Hallo. Schöne Maske. Was ist denn los mit euch? Ihr seid ein bisschen dumm, ne? Und tschüss. Okay. Das war gut. Ging das nicht? Das nicht absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Ja. Das war ungerecht. Aber ich dachte, es klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. Geduld. Wir finden einen Weg. Bums. Okay. Dann wollen wir mal. Wir müssen hoch auf den Vorsprung. Aber wie? Es gibt immer einen Weg. Hast du nicht meine schöne neue Lanze gesehen, die ich habe? Doing, 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 doing. Und dann mache ich jetzt schön hier, Achtung, pass auf, Atreus, guck dir das an, was ich jetzt geiles Neues kann. Und schwupp! Siehst du? Oh, dann habe ich gar nicht gedacht. Die Lösung ja. Ist nicht immer offensichtlich. Schon steckt da drin, der Schniedelwutz. Und auf geht's. Das sah sehr interessant aus. Oh nö, nicht die Scheißbiester. Boing, boing. Meine Pfeile, verlangsamen Sie! Ja. Ja, hast du gut gemacht. Wer lacht denn hier so bescheuert? Ach sie. Bitte was? Hallo. Kratos, mein Name. Ich würde mit Ihnen gerne über Dinge sprechen. Oh, doch nicht so. Wie gesagt, sprechen. Wo kommt her hier in Norden? Wo kommt ran, du? Ja. Ihr braucht doch nicht da oben verstecken. Braucht ihr doch nicht. Guck mal. Da habe ich ihm die Beine weggetreten, was ziemlich cool war. Wir machen das auf meine Art. Deine Art, vielleicht dann wohl. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. Du willst doch nur mit ihm... Du weißt schon was, ne? Ja, ja, ja. Wie war das nochmal mit dem Pferd und so? Ich habe da noch so Geschichten in meinem Kopf und meiner Erinnerung. War doch er, oder nicht? Hat er sich nicht verwandelt in so eine Stude, um... da was zu tun? Irgendwo kam doch dieser Slipen hierher. Wie war das denn nochmal, diese Geschichte? Erzähl mal die Leute hier. Bitte in die Kommentare schreiben. Bitte mit allen Details. Gerne auch Artwork dazu. So, gehen wir nochmal weiter, ne? Ja, Trios. Kein King-Shaming hier, ja? Oh Mann, ey. Okay, so. Die stille Lichtung. So still ist das hier gar nicht mit dem Ding da unten, ne? Er ist so richtig, also seine Pfötchen sehen echt nicht geil aus, ne? Da hat er aus Langeweile viel. Oh Gott, ich bin dran rumgenagt. Oh, jetzt tut mir doch nicht weh. Warum? So, Bruder. Moin. Oh, Scheiße. Okay. Kämpfen wir jetzt gegen den Rest? Alter, was? Okay. Bruder, bitte entspannt bleiben. Wir wollen dir eigentlich nichts... Oh, Alter, habt ihr mal die Schnute gesehen? Ey, heftige Scheiße. Er sieht halt richtig gut aus. Aua. Er sieht halt mal richtig gut aus. Also jetzt ernsthaft. Pass auf die Ketten auf! Jo! Die Kette steckt im Boden fest. Und jetzt?
soll ich jetzt damit machen? Die ist wieder frei. Versuch's nächstes Mal mit einfrieren. Achso. Hat die falsche Waffe genommen. Okay, warte. Oh. Lässt uns keine Wahl. Geh die Kette ein. Vertrau mir. Hab ich gemacht und jetzt zieht er mal dran. Und rauf da! In die Schnute, in die Schnute! Steht auf, Vorsicht! Aua! Ja, ist ein bisschen aggro, ne? Au, Junge! Muss doch nicht so aggro bleiben! Hey, 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 da kegelst mich aber durch die Gegend! Oh, rauf, rauf, rauf! Alter, er ist so cool! Oh, er beißt, er beißt, er beißt, er beißt! Und drauf. Und die Kette. Oh, Scheiße! Da kegelt's mich wieder weg! Die Kette, hier ist sie ein! Bin dabei, warte! Oh nein, zu langsam! Meine Axt war noch weg! Ah, ich wollte die Heilung einsammeln. Das hat mir leider Schaden gekostet. Gleich alles zu zerstören. Dreh die Kette ein. Los, 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 los. Oh Mann! Meine scheiß Achsen sind immer weg. Oh lol. Ich kack gerade richtig ab, Mann. Oh Mann. Können wir jetzt bitte? Schnell! Wir haben der Kette. Ja! Geht los! Tot, 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 tot. Wieder oben! Jetzt steht wieder! Oh lol! Ich dachte, ich bin im Heilungsmodus. Oder bin ich in Heilungsmodus? Weiß es gar nicht. Und er haut ab. Ne, doch nicht. Hier mal Hells. Voll angriffsbereit. Jetzt weg! Jetzt weg! Jetzt weg! Immer so ein Straven! Axt holen, okay. Oh, wie shit, was war das denn? Bruder! Uiuiui! Da kommt wieder der Angriff mit der dicken Axt, Kette. Auf die Schnute, auf die Schnute! Seht ihr, wie das ganze Eis in seinem Fell ist? Man. Einmal wieder heilen. Es heilt mich irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe den Heilungsmodus nicht aktiviert. Ich weiß es nicht. So, nochmal drauf achten. Gerade ging ins Nichts. Nee, heil mich nicht. Weiß nicht, was ich da mache. Aber nicht heilen. Oh, den zweiten kriege ich immer nie. Oh, zu früh. Ja, da habe ich dich an den Eiern, Junge. An deinen kleinen, flauschigen Flauscheklöten. Und jetzt kommt er nochmal. Einmal mal die dicke Kette. Komm, oi. Ja, frag doch nicht nach. Was für eine Frage! Kann ich eigentlich in diesem Moment... Nee, warte mal. Hey Mann, ich will keinen Screenshot machen, ich wollte hier hin. Und dann wollte ich auf meine Fähigkeiten gehen und wissen warum. Wo war denn das mit meiner Power? Wo ist denn das? Chaosklinge? Nee. Wo sind diese Fähigkeitsdinger? Dieser Boost, den ich bekomme mit meiner Aggression. Hier, Spartan Range. Wut. Um einen Teil von zu verbrauchen mit ihm aktuellen Waffen und einen Gegner loszustürmen. Ah, geil. Mut. Um einen moderaten Gesund, das wollte ich doch haben. Ja, ich habe die ganze falsche Spartan-Range am Start hier, deswegen konnte ich hier nichts. Warum blockst du nicht? Aber ich zu dumm bin, Bruder. Weg. Jetzt rauf. Rauf, rauf, rauf. Oh, 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 oh. Jo,
Jo, jetzt ist vorbei hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, Gram ist tot. Er hat ein schönes Mäulchen. Von der Leine gelassen, Alter. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Ja, in dem Fall konnten wir jetzt echt nichts machen. Leute. Wir machen aber jetzt erstmal einen Break, meine Lieben. Das war aufregend. Ich glaube, wir brauchen alle mal eine kurze Pause. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.